Klopp lässt Torwartfrage offen. Dortmunds Trainer hat sich nach dem 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim noch nicht entschieden, wer in der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Anderlecht im Tor stehen wird. Er habe sich noch keine Gedanken darüber gemacht, ob Mitch Langerak im Tor bleibe, sagte Jürgen Klopp bei Sky. Der australische Nationaltorwart kam für den zuletzt unglücklich agierenden Roman Weidenfeller ins Tor und hielt auf Anhieb seinen Kasten sauber. Weidenfeller akzeptiert Bankplatz. Dortmunds Urgestein Roman Weidenfeller hat sich mit seiner vorläufigen Degradierung zur Nummer 2 abgefunden. Das sei eine rein sportliche Entscheidung vom Trainer, die er natürlich akzeptieren werde, sagte der 34-Jährige bei Sportbild Plus. Beim Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim hatte Jürgen Klopp überraschend den Australier Mitchell Langerak anstelle von Weidenfeller ins Tor beordert. Breitenreiter schimpft über Schiris. Paderborns Trainer André Breitenreiter fühlt sich von den Schiedsrichtern in der Bundesliga ungerecht behandelt. Man habe den Eindruck, dass man benachteiligt werde. Man bekomme nichts geschenkt, sagte der 41-Jährige dem Kicker. Das Verhältnis bei strittigen Situationen stimme nicht. Inzwischen seien es 7-8 Elfmeter, die man nicht bekommen habe. Der Aufsteiger steht nach 14 Spieltagen auf dem 10. Rang. Boateng fällt wohl aus. Schalke 04 muss voraussichtlich auch in der Champions League am Mittwoch bei NK Maribor ohne Kevin-Prince Boateng auskommen. Das kündigte Trainer Roberto Di Matteo an. Der Mittelfeldspieler laboriert nach wie vor an einer Verletzung im Sprunggelenk und fehlte deshalb den Knappen schon bei den Siegen gegen Mainz und Stuttgart. Um das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen, müssen die Schalker in Slowenien siegen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Sporting Lissabon hoffen. Berthold kritisiert Stuttgart. Sport1-Experte Thomas Berthold sieht weiterhin gravierende Mängel beim VfB Stuttgart. Es fehle an der Qualität der Spieler, an Führungsspielern und es gebe im Team keine Hierarchie, sagte Berthold in seiner Sport1-Kolumne. Der neue Trainer Huub Stevens müsse bei der Fitness noch einiges aufarbeiten. Ohne die nötige Fitness könne man in der Bundesliga nicht bestehen.